ces jeunes qui sont là. Allô ? Qui sont soit des jeunes en formation professionnelle, en parcours professionnalisant ou de tout jeunes professionnels. Ils ont répondu à notre appel de participer pendant 5 jours à un atelier sur les valeurs de la démocratie. Aus unserer Sicht ist Jugendaustausch Friedensarbeit. Wir arbeiten dafür, dass jeder junge Mensch in Deutschland und in Frankreich im Verlauf seiner Jugend eine Austauscherfahrung machen kann. Ich glaube, es geht ums Machen und nicht ums über Dinge reden, sich beschweren und auch der Jugend eine Plattform zu geben. Ce qui m'a donné envie de participer à la Fabrique de la Démocratie, c'est de rencontrer d'autres personnes de d'autres horizons. Et de pouvoir confronter tous les points de vue sur la démocratie. Die Demokratieschmiede ist ein Projekt für junge Menschen aus Deutschland, Frankreich und der Ukraine, um sich mit Demokratie auseinanderzusetzen. Und warum jetzt? Ja, weil in diesem Jahr Europawahlen sind, weil in diesem Jahr 75 Jahre Grundgesetz gefeiert werden und weil Präsident Macron Präsident Steinmeier in diesem Jahr besucht. Je me suis dit que c'est tout ce que j'aime, rencontrer des gens d'autres cultures et continuer à apprendre, même si j'ai quitté l'université depuis 2 ou 3 ans. L'idée, c'était de créer en fait une performance autour du thème de la démocratie de manière collective. Ich habe einen Schreibworkshop gemacht mit einer Gruppe von 10 Jugendlichen und wir haben versucht, auf Deutsch, Französisch und Ukrainisch einen gemeinsamen Text zu schreiben, der dann auf die Bühne gebracht wurde. Man sieht, dass es möglich ist, ein Projekt zu kreieren, das einmal die Installation beinhaltet, das Theater und Poetry Slam oder Text. On a dit nos idées, ce qui allait pas. S'il y avait des désaccords, ben on faisait des votes. Donc on communique beaucoup, c'est la démocratie. I'm very proud because for them it's new experience to express themselves, to do what they're afraid, to leave the shame and do something artistical and open their soul. Ich fand es sehr beeindruckend, ein schönes Zeichen der deutsch-französischen, aber auch ukrainischen Freundschaft, was die jungen Menschen in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben, sehr berührend.